Und da sind wir wieder, meine Lieben, im nächsten Match. Mark gegen Master Kane. Auch hier schauen wir uns mal die Tabelle an, wie es da aktuell in der ersten Liga aussieht. Und wenn ihr euch die Tabelle mal anschaut, Mark aktuell Tabellenletzter. Es läuft absolut nicht gut bei ihm in dieser Season hier. Und ja, gegen den starken Master Kane. Aber auch er hat in letzter Zeit öfter einstecken müssen. Sehr stark begonnen in der Season, starke Auftritte, es war immer noch ein verdammt gefährlicher Spieler. Also die Liga hat es in sich, die ist wirklich sehr, sehr spannend. Und wenn man sich mal die Punkte anguckt von Master Kane, könnte er mit einem Sieg hier mal eben den Insta schon mal einholen, nicht überholen. Aber dazu muss er auch den Mark schlagen und Mark hätte die Gelegenheit, mit einem Sieg mindestens an den Chris vorbeizukommen. Ja. Aber Chris spielt heute auch noch gegen Mark. Daher sehr spannender Abend für den Mark heute. Jetzt schauen wir mal hin, wo die Spieler hier positioniert sind. Hier haben wir den Mark mit den Alliierten links oben in Gelb. Und rechts unten haben wir den Kane in Blau. Auch sehr wahrscheinlich mit den Alliierten bekanntermaßen. Ist er ja auch damit immer unterwegs. Und warum finde ich diese Map so toll? Weil man so krass, unabhängig jetzt von den Ressourcen, die natürlich auch mega episch sind, finde ich das mega, moin Lanti, finde ich das mega, dass man hier sehr schnell, wenn man mal eine Insel verloren hat, auch wieder alternativ aufbauen kann. Weil bisher hat sich aus allem Spielgeschehen erst sich nie ergeben, dass ein Spieler schon darauf gesetzt hat, maximal Claiming. Nö, dafür ist es einfach zu groß. Da wir nur 5 Inselabschnitte haben. Die meisten holen sich maximal 2 Inseln zusätzlich die Mitte. Und die Mitte ist immer so die erste Front, die sich hier ergibt. Da können wir ja auch mit Spannung schon dahin gucken, was sich hier gleich ergeben wird zum Cooldown-Ende hin. Weil wir sehen ja schon, der Master Kane hat so Mitte hin gebaut. Also Richtung Wasser wird er, denke mal, sehr früh hier mit dem Hafen kommen, den hier positionieren. Der Mark ist noch ein bisschen weiter entfernt vom Wasser. Braucht also noch so ein bisschen Zeit. Oder Master Kane, denk ran. Maps ohne Brücken sind die besten. Ja, das Coole ist, meine Lieben, für diejenigen da draußen, die bei uns in der Liga mitspielen. Das Ligasystem ist bei uns echt durchdacht. Wir haben einen riesengroßen Map-Pool, wo immer wieder weiter Maps hinzukommen. Und zu Beginn einer neuen Season bekommt ihr die ganzen Map-Pool präsentiert. 30 Maps von denen könnt ihr wählen, werden denn ausgevotet. Besteht die Möglichkeit. Beim letzten. Und wenn die dann gevotet sind, könnt ihr von den 30 Maps eure Heimmap raussuchen. Daher ist für jeden was dabei. Wenn einer zum Beispiel mag Maps ohne Brücken, null Problemo. Könnt ihr voten und hoffen, dass mehr diese Karten mögen. Gerade das spielt den Anfängern so gut in die Hände, die dann sagen, ich möchte mehr defensiv spielen, um ich brauche ein bisschen Zeit, mich mehr aufzubauen, um meine Stärke zu kriegen. Ist das ganz gut. Hat auch gut her funktioniert. Also wir haben viele Elo-Systeme drin, nicht nur über die Maps, sondern auch als über die Liga-Stärken an sich, die wir ja haben, die verschiedenen, aktuell 4. Es bahnt sich sogar an, dass wir noch eine 5. haben. Ich habe mit dem Chris aktuell da nochmal drüber geredet die Tage. Und ja, Master Kane zuerst drüben. Dazu ist es aber jetzt erforderlich, dass wir schon mal ein bisschen besser und schneller planen können als in der Vorseason. Das heißt, wer jetzt wirklich instant schon mit den Gedanken spielt, mit dran teilzunehmen in der neuen Season, meldet euch bitte jetzt schon an. Wartet nicht wieder 2-3 Wochen zuvor, sondern macht das jetzt schon, weil dann haben Chris und ich schon eine Tendenz, ob wir wirklich die 5. Liga noch rauslöffeln müssen. Sonst müssen wir nachher zum Ende hin zu viel umstapeln. Da würdet ihr mega uns mit supporten. Wenn ihr jetzt schon die Entscheidung habt, dann meldet euch auch jetzt schon an. Liga-Pokalen aus. Ja, die entscheidende Frage, Liga-Pokale. Lasst mich das in der Pause gleich sagen. Ich gehe jetzt erstmal aufs Spiel. So, genug gesagt. Mit den Pokalen erinnert mich gleich an der Pause nochmal, okay? Da habe ich nämlich noch was zu sagen. Hier sehen wir Master Kane. Der ist schon nach drüben gefahren als allererstes. Aber Mark kommt auch schon. Und by the way, mit meinem Invasor dazu. Ich glaube, nee, ist keine VK-Einheit. Die hat er bewusst gebaut. Oder durch einen Drop aus der Kiste bekommen. Er baut sich jetzt auch hier direkt an die Mitte ran. Ja, gut, hier muss noch eine Raff hin. Die könnte auch noch passen.
Mark hatte die bessere Position. Optimal wäre eine Positionierung hier. Und dann die Raff hier und eine Raff hier. Dann sind die Wege auch deutlich kürzer. Guck mal, hier hat er schon richtig gemacht. Und gut wäre es, wenn er hier noch eine Raff hinsetzt. Sehr nah hier am Übergang ran. Total wichtig, damit der Weg möglichst kurz zu den Gems ist und auch nicht allzu lang wirkt. Weil hier ist das ein bisschen schwieriger für den Kane. Er könnte hier noch eine Raff hinklatschen, um da näher ranzukommen. Das hier geht, ne? Ist nicht so nah wie beim Mark. Aber doch so ungefähr. Deckt sich. Wir gehen mal in die Main Base vom Mark schauen. Aktuell Bauhof, zwei Raffs. Eine Waffenfabrik, nochmal eine dritte Raff und gleich zwei Häfen. Also doppelte Baugeschwindigkeit zumindest schon mal für die Schiffe, für die Fahrzeuge aktuell nicht. Doch, hat er. Waffenfabrik ist nämlich jetzt auch gerade eben gebaut worden. Da produziert er jetzt auch schon die Panzer in der Mitte. Kane schon sehr früh mit dem Fronting auf der linken Insel. Das ist gut. Ich habe ja beim letzten Mal, als wir diese Map hier gespielt haben, waren hier zwei Spieler, die haben immens nur auf Offensive hier in der Mitte gelegt und vergessen, dass sie noch andere Inseln haben und auch nicht weiter expandiert. Zwischendurch mal irgendwie noch eine Raff irgendwo gebaut. Hier zum Beispiel wäre die Möglichkeit für Kane hier nochmal eine Raff jetzt irgendwann zwischendurch hinzubauen, um sich schon mal für die Zukunft den Ausfall hier durch die Mitte zu sichern, weil hier ergibt sich in der Mitte immer ein Ausfall, weil hier Gefechte stattfinden und die Sammler niedergeschossen werden. Die verlassen sich zu Anfangs nur auf den Boost von hier, denken aber viele Spieler nicht daran, dass der Boost nicht lange anhält in der Mitte. Weil das wird hier the first place of war, wird das hier sein. Das erste Gefecht findet hier in der Mitte statt. Immer. Immer bisher. Wobei, Klugscheiß-Cutter, der Game. Ah, geil. Okay, die Taktik habe ich noch nicht gesehen. Und er zieht geilerweise sein Bau auch gleich zurück. Und baut hier vorne. Okay, diesen Move. Also Kane ist bekannt dafür, dass er letzte Zeit neue Moves bringt, die wir so in der Art und Weise noch gar nicht gesehen haben. Er hat das bei Broken Cloverfields nämlich auch schon gezeigt. Da ist er nämlich auch quer rüber und hat sich auf einer anderen Insel positioniert, wo man sonst nie mit gerechnet hat. Und dasselbe macht er hier wieder. Also, er hat eine Top-Entwicklung hinter sich aktuell, der Kane. Finde ich schon straight. Was kann jetzt Mark machen? Mark kann eigentlich hier nur eine Defensive aufbauen. Er weiß das aber auch schon. Er hat hier nämlich schon eine Waffenfabrik gebaut. Wir gucken uns aber die Mitte jetzt mal an, wie die aktuell bestellt ist. Und Mark produziert hier. Das ist so ein Punkt. Da wäre es hilfreich für den Sammler, wenn die hier wegkommen. Weil der Sammler hat Schwierigkeiten, hier durchzukommen. Dauert immer so ein bisschen. Und hier ja, links hören wir schon ein bisschen Gefechte. Oder war das hier oben? Hier oben, ne? Ja. Konnte ich nicht so richtig deuten. Guck mal eben links, wie Kane da bestellt ist. Produziert noch nicht. Jack, so lange ist das mit Broken Cloverfield gar nicht her. Musst mal gucken. Achte einfach mal auf Master Kane, seine Spiele. So viele hat er ja nicht im Live gespielt. Kann sein, dass das auch gerade schon bei YouTube veröffentlicht worden ist. Und Mark positioniert sich jetzt hier an der Frontbase vom Master Kane. Der hat sich ja hier frecherweise hier rüben hingebaut. Und moin, Filton, schön dich zu sehen. Ja, einfach mal stehen lassen. Aber er muss aufpassen, gibt uns eine gelbe gleich. Das kann sehr schnell passieren. Aber er zieht wieder zurück. Er zieht wieder zurück. Gehen wir mal beim Kane in die Mitte. Auch er wieder fleißig am Produzieren, wie wir ihn kennen. Mit vielen, vielen Panzern kommt er hier direkt schon aus dem Cooldown gleich heraus. So, ist gleich um. Dauert nicht mehr lang. Noch 30 Sekunden, dann dürfen sie angreifen. Und aktuell hier unten links läuft Kane Gefahr, zu spät angefangen zu produzieren, dass er das hier auch schnell wieder verliert. Kanonentürme wären gut, aber Achtung, guckt mal euch die Kohlen an. Und da kommen wir jetzt gerade wieder zum Thema hin. Man muss schon rechtzeitig anfangen, hier gegen zu produzieren hier mit Raffinerien. Und da ein, zwei wären hier noch gut gewesen. Gerade hier auch nochmal eine.
Aber nicht. Guck mal, die haben schon eine Masse produziert. Da sieht man den Unterschied zwischen der ersten und den anderen Ligen. Die sind wahnsinnig fix unterwegs. Die haben viel, viel Einheiten. Schon wirklich sehr, sehr viel Masse für 10 Minuten. Und hier greift jetzt der Mark die linke Base vom Master Kane an. Aber ich bin gespannt, ob Kane das hält. Viel hat Mark da jetzt nicht. Drüben. Kane greift rechts übrigens auf der Insel auch an. Das behalten wir mal im Auge. Fährt durch. Ah, Kane könnte sich das halten. Und jetzt geht's in der Mitte los. Kane erst über rechts und dann Mitte rein. Auf gut Pathfinding Probleme. Oh, und wieder viel zu weit verstreut. Wie sieht's aus beim Kane hier links? Oh, da verliert er gerade die Gebäude. Ah, da sind beide ein bisschen out of focus. Ah, der Kanonenturm steht noch. Den hat jetzt Mark aber im Visier. Jo, jetzt kann er sich ja nicht mal aufbauen, der Kane. Und Kane jetzt hier direkt auf die Gebäudebauhof gerade bewegt. Waffenfabrik rausgenommen. Kane verliert den Überblick. Mark aktuell aus meiner Sicht im Vorteil. Zumindest in der Mitte. Hier hat Kane noch ein paar Einheiten übrig. Könnte sich aber Mark locker holen. Weil Kane kann da nicht nachproduzieren. Dafür hat Kane aktuell Landbesitz Oberhand. Hat nämlich rechts oben die Insel auch noch eingenommen. Und zieht weiter hier durch. Man hat hier echt viel rausgenommen. Wirklich viel. Die Nachproduktion ist gestört. Er müsste jetzt eigentlich schon bei der Verstärkung vorrücken. Damit er das Standing auch hier behält. Da kommt die Verstärkung vom Mark über Wasser. Ja, und jetzt fehlt hier Mark die Waffenfabrik. Ich denke mal, dass da schon einer hier in Produktion hat. Greift aber links jetzt erstmal hier nochmal an. Oder was hat er vor? Ist er eine Transportbude oder warum zieht er die komplett nach rechts? Weil der Kane ist doch hier. Hat er nicht im Fokus. So, Mark macht einen Linksschwenker. Auf dem Weg nach links. Und zieht über links jetzt beim Kane rein. Ja, warum, weshalb? Guckt euch mal bitte die Kanonentürme an. Also, das wird ein spannendes Spiel hier. Und zieht sich wieder zurück. Ja, warum? Weil der Kane nämlich sich noch einen Weg nach vorne begeben hat. Und jetzt geht's auch zu Wasser rund. Oh, das wird an allen Ecken kracht es jetzt. Hier hat Mark das noch gar nicht gemerkt so richtig. Lässt er gerade auf Passivstellung. Kane weiter auf Vormarsch, um hier Mark die Expansion weiter zu verhindern. Das kriegt er auch soweit ganz gut hin. Problem jetzt für den Kane, die entstehenden Kanonentürme, die hier produziert werden. Aber dafür hält er hier zu Wasser hier den Mark entfernt. Er musste sich nach und nach hier out of order begeben. So, Mark hat reagiert links, nimmt hier den Trupp raus vom Kane und jetzt hat Mark die Überhand. Hier in der Mitte wieder gewonnen. Dafür hat Mark die Raff verloren. Und die Kohlen sind immer knapp bei denen. Also die haben zwar noch einen Überschuss, ja, aber sie sind für eine Massenproduktion, wenn mal hier die Reserven zurückgehen, schnell mal out of order von der Kohle her. Dann ist jetzt hier gerade schnell zu Besuch. Hier wird nochmal Gebäude gebaut. Was hat er jetzt vor? Will er einen Hafen da bauen? Nein, hat er schon einen. Was baut er das Kraftwerk? Er braucht einfach Strom. So. Mitte. Noch keine weitere Waffenfabrik vom Mark. Kane muss Pressing betreiben. Also wenn er das jetzt nicht betreibt in der Mitte, dann kriegt er die Mitte hier nicht endgültig. Und da haben die Zerstörer den Bau für sich gekrallt. Aber Kane hat reagiert, hat ja nochmal zur Sicherheit nochmal Kanonenturm gebaut, falls auch das Kraftwerk geleitet. Aber die Kohle ist sehr, sehr knapp. Na, Mark hier, nee, immer noch keine Waffenfabrik gebaut. Kriegt jetzt von Kane hier wieder Besuch. Ja, und das ist das, was ich eben meinte, Master, mit der Mitte. Die Mitte ist halt schnell raus mit Ressourcen. Und hätten die Spieler das getan, was ich euch vorhin eben sagte, die Raffinerien schon in der Main Base und in der Second Base, die sie links auf den Inseln bauen, weit erweitert mit Raffinerien, hätten sie jetzt nicht das Problem mit der Kohle. Aber das ist so das typische Spielgeschehen. Hier muss so bei den Spielern langsam ein taktisches Umdenken
passieren, weil spätestens der Spieler, der diese Aufnahme nachher sieht und das umsetzt, was ich hier gesagt habe, das heißt, sich auch zwischendurch auch nochmal zu konzentrieren, hier mal eine Raff zu bauen in der Defensive, ja, die werden das Spiel auch nachher gewinnen, weil ihnen die Kohle nicht ausgeht. Ah, der Kane macht's mehr oder weniger. Er hat hier nämlich jetzt auch zwei Raffs gebaut, rechts. Die links hat er ja schon gehabt. Aber in der Mainbase, aber noch zu wenig. Zu wenig. Hier nochmal eine Raff. Nochmal locker expandieren. Hier könnte auch nochmal was hin. Das kann man nebenbei machen. Man baut ja eher weniger Gebäude, man baut ja eher Einheiten und befehligt sie. Oh. Ah, danke dir, Heinz. Für die Komplimente, mein Lieber. Sorry, ich hatte mal so eine verrückte Idee. Und dann hatte ich so nette Leute gefunden, die mir dabei geholfen haben, Katastrophe LP umzusetzen. Ja, es wird enger für den Mark. Er hat aber wieder eine Waffenfabrik da stehen. Und jetzt kommt Kane mit Verstärkung. Ja, ja. Natürlich. Aber beides. Das sind die Gems, die abgeschossen werden, also kaputt geschossen werden, als auch die Sammler, die so oder so rausgenommen werden. Immer in der Mitte. Und der Kane, der gibt nicht auf. Der hält den Druck hier aufrecht. Er kommt auch wieder gut an Kohle ran. Seht ihr? Wegen den Raffinerien. Jetzt hat er sogar eine dritte rechts gebaut. Ah, das Balancing rauszufinden, wie viel produziere ich, wie viel muss ich Nachschub liefern und wie weit muss ich auch expandieren mit Raffinerien, ist nicht immer ganz leicht. Vor allem, wenn man die Map so oder so nicht kennt. Sehr positiv hier vom Kane. Der hat aber Fokusfeuer hier. Und gib nicht auf. Immer weiter Druck aufrecht halten. Dann müsst ihr jetzt wieder direkt nach oben. Er darf gar nicht aufhören. Aber jetzt hört er hier wieder auf. Ist wieder ein Passivfeuer. Jetzt wieder ein Fokusfeuer. Mark macht sich jetzt auch mobil wieder zu Wasser. Weil Kane, ja, der hat hier gelitten. Die sind raus. Die Schiffe. Da. Kane mal eben schnell die Bow eingefahren. Und Mark hat da reagiert. Und ihn da weggejagt. Aber jetzt kommt der Bär wieder durch hier vom Kane. Fährt wieder mittendurch. Stand nur dabei. Und die Kanonentürme sind halt sehr effektiv hier jetzt gegen den Kane. Er darf aber trotzdem nicht aufhören mit dem Pressing. Kohle hat er genug. Er muss ein bisschen aufpassen jetzt hier. Auch zu Wasser, nicht, dass er da den Überblick verliert auf dem Wasser. Als Mark nämlich jetzt da expandiert, kann er sich das alles retten. Ja, wenn ihn hier schnell wieder die Waffenfabrik nehmen, vielleicht schafft er das noch. Könnte er noch schaffen. Ein Shot noch. Jawohl, hat er geschafft. Und Verstärkung kommt. Verstärkung ist on the way. Da ist da wieder eine Waffenfabrik entstanden. Nein. Also, wenn er jetzt dran bleibt, dann dürfte er sich die Mitte jetzt endgültig holen. Richtig, Chris. Das ist das nämlich. Wenn Kane nämlich den Überblick langsam nicht bekommt hier zu Wasser, das habe ich auch schon beim letzten Match gesagt auf dieser Map, wenn er die Wasserhoheit hier mit einer Insel hier behält, holt sich auch den Rest. Das ist sehr, sehr leicht machbar, weil der Spieler halt nicht mehr expandieren kann. Und Mark verstärkt seine Nahwahl nämlich gerade ganz schön. Aber Kane macht jetzt ausreichend Druck. Und hier unten ist er auch so leicht am Produzieren hier. Aber Mark
Gewinnt langsam an Stärke auf dem Wasser. Problem aktuell, nur die Kohlen. Kommen nicht so richtig nach. Kane hat ohne Ende Kohle. Hab jetzt auch mit Schützen, der nebenbei produziert hat. Oh, hat er mal die dicke Kohlekiste bekommen. Was für ein Glück. Ja, das dürfte er jetzt nicht mehr halten. Das dürfte jetzt der Finish sein hier auf der Insel. Es sei denn, er beginnt hier hinten sich wieder aufzubauen, der Mark. Ja. Mark versucht jetzt alternativ über Wasser jetzt die Hoheit zu kriegen, hier im Spiel. Man merkt, hier kommt nochmal die Verstärkung. Die fährt jetzt nach vorne. Er will das hier alles... Er wird jetzt flächendeckend streuen, um hier den Kane bei der Expansion auf dem Wasser wegzuhalten. Aber Kane produziert auch echt fleißig hier Zerstörer. Aktuell noch keinen Kreuzer gesehen. Ich guck mal oben, ob da ein Kreuzer ist. Nee, aktuell nicht. Dafür Kane jetzt durch. Und Heinz. Tatsächlich, diesen Tipp nutzen wirklich sehr, sehr viele Spieler. Wird auch von uns aus immer sehr oft gesagt. Und das ist übrigens Alarmstufe rot, mein Lieber. Das stimmt. Ja, und Marc verkauft hier zu Wasser nochmal, zu Land noch seine Einheiten hier auf der Mittelinsel. Hat er eingesehen. Mitte ist er los. Kane verstärkt hier in der Mitte schon. Das reicht aber nicht aus. Also die paar hier. Gegen die da. Und die nachkommen. Nee. Puh, interessant. Wir gucken uns erstmal in der Mitte an, was er damit macht. Meine Lieben, vergesst bitte nicht, morgen und vor allen Dingen Mittwoch einzuschalten. Gerade Mittwoch werde ich euch was Neues ankündigen. Was Spannendes. Das werde ich auch nur im Live sagen. Einfach mal Mittwoch einschalten. Und da war der Chrono. Gleich aber abgeschossen. Instant. Mark hat da schon aufgrund der Erfahrung mit dem Kane hier vorne, ja auch schon viel produziert für die eigene Insel. Das machen hier die wenigsten. Guck mal, der Kane wäre hier total leicht angreifbar. Kane hat jetzt die Mitte. Moin Philipp, mein Lieber. Philipp und Marino, gute Nachricht. Meine Frau kann sich das Spiel vorstellen. Also es gibt hier vielleicht bald Live-Content. So, Kane hat sich durchgesetzt. Auf dem Weg. Auf dem Weg jetzt nach oben links. Und Mark, er kriegt jetzt auch hier Besuch. Ja, ihr werdet mich live mit meiner Frau sehen. In einem Let's Play. Viel Spaß. So, Chrono. Von Kane würde er nicht schaffen. Die Chronos sind jetzt eine Fehlinvestition. Ja, Kane gibt sein gutes Geld gerade aus. Und übrigens, genau, nochmal. Happy Birthday an den Philipp. Haut mal ein paar Herzchen raus für den Philipp. Der hat nämlich Geburtstag heute, auch an den Junker. Beide wollte ich nochmal gratulieren. Junker und der Philipp haben heute Geburtstag. Happy, happy birthday. Toll. Ich guck gerade auf der Map. Es ist aktuell so, dass der Kane jetzt nach vorne geht. Vielleicht wäre Kane ja gut beraten, wenn er hier einen Hafen baut. Das wäre schon
immenser Vorteil, auch hier. Ja, versuch's weiter mit Krono. Ja gut, hier oben. Ja, Mark hat ihn aber schon gesehen, das dürfte... retten kann er das nicht mehr. Aber die ist auch total egal, die Raff. Also, strategisch völlig egal. Nee, hält er sogar noch. So, Mitte wächst nach. Sieht man auch schon auf der Minimap. Mit Erz. Was kann der Kane machen? Mitte belagern lassen oder versuchen hier rüber zu kommen. Aktuell Landbesitz für Kane, ganz klar oben drauf. Er hat 4 Inseln jetzt. Da kommt nochmal ein guter Versuch, aber Mark ist zu heftig mit dem Panzer schon bei sich in der Base unterwegs. Das wird nichts. Es sei denn, er baut sich jetzt immer nur noch weiter vor. Nee, das wird nichts. Zu offensichtlich. Zu offensichtlich den Bau auf nach oben. Chronos viert. So. Wir gehen mal wieder runter. Beziehungsweise hoch. Da oben. Das haben wir trotz. Oh, das mag jetzt. Mag jetzt rüben. Ja, Grumble holt sich hier gerade ordentlich Timeouts ab. Der nächste. Too much Emotes. Und Kane. An die Front. Ja, ich würde mal sagen, das hätte man Schiffe versenken. Gut, er hat zumindest den Hafen hier vorne schon gebaut, wie ich mir den eben gewünscht habe. Ah, er macht Pressing. Er macht jetzt Pressing. Kohle hat er genug. Allerdings, achte mal hier auf rechte Seite. Da baut der Mark ganz schön krass was auf. Und wenn da der Kane nicht reagiert, doch, was er tut. Aber es reicht nicht mehr vom Tempo aus. Da muss er schon mit anderen Einheiten hier nochmal mit den Rockets kommen. Und Kanonentürme müsste er jetzt bauen. Ja, sonst wird es schwierig, gegen Mark hier zu bestehen. Mark zieht sich zurück. Hat so ein bisschen Muffensausen. Hat aktuell noch kaum Kohle. Vielleicht werden hier Raffs noch mal ganz gut. Zwei Raffs könnte er hier noch locker bauen. Sollte man aber möglichst defensiv bauen. Direkt an der Front hier. Ja, da macht er sich auf den Weg, der Mark. In froher Erwartung hier, den Kane zu beglücken. Reagiert, schickt seine Patzer hoch in die Enge. Der Enge könnte er gut dicht halten. Aber da fehlen, wie gesagt, die Rockets. Wirklich sehr, sehr schade, dass er die Rockets hier nicht auch noch rausgehauen hat. Kanonentürme hätte er auch noch bauen können. Er hat genug Kohle. Oh, die ist aber ganz schön schnell wieder alle gegangen. Er kann sein, weil er dann wieder dual produziert hier mit Narwhal auch. Da geht die Kohle ganz schnell vorüber. Das dürfte Mark hier eigentlich halten. Wir gucken mal nach oben. Ein bisschen Verstärkung hat er hier noch. Aber keine Kohle mehr. Heißt, jetzt könnte Kane sich wieder ein bisschen zurückholen. Aber Mark macht's. Wenn Mark jetzt zuerst mal auf die Waffenfabrik erstmal geht, statt die unwichtige Raff, dann könnte er Kane hier auch von der Insel verbannen. Und sich dann wieder eine zweite Insel rückerobern. Ah, Fokus kam zu spät von Mark. Und Kane holt sich hier mit den Kanonentürmen so langsam wieder und die Position zurück. Oh moin, Lemming. Er holt sich zurück. Glaubt's nicht. Hat er gut gemacht. Hat rechtzeitig noch reagiert. Weil nichts ist schlimmer, als wenn das Nachschublager hier, die Waffenfabrik hier aus dem Gefecht kommt. Jetzt kommt Mark noch mit einer Menge, mit ein paar Schützen. Was sagen wir, mit einer Menge? Nee.
Jetzt hat natürlich Mark Zeit aufzuholen. Guck mal, Helis. Oh, 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 da kommt. Wenn Helis produziert. Da, da haben wir sie. Deswegen geht die Kohle auch so schnell weg hier. Kane muss ein bisschen mehr expandieren mit der Kohle. Immer noch nicht getan. Ja? Also die sind zu sehr mit den Frontfights beschäftigt und damit im Background keine Kohle. Auf Wasser macht er sich auch einen Weg, den Hafen rausnehmen. Hui. Jetzt beginnt das Spiel wieder von vorne. Pressing von Kane. Das wird jetzt die ganze Zeit wieder so gehen, bis er ihn hier runter hat. Also 29 Minuten, das wird unentschieden, meine Lieben. Ich glaube, das wird kein Sieg, das wird unentschieden. Das wird ein mega Unentschieden. Ja, Mark kommt wieder halten, aber Waffenfabrik down. Da kommt nochmal der Chrono. Der Chrono-Panzer. Er versucht sie zu verstecken, aber Mark hat es gemerkt. Und hier hat Kane ein bisschen Platz gut gemacht. Auch so ein bisschen Pressing betrieben. Das kommt er von hier. Wenn er mal... Mich wundert es, dass sie nicht auf die Gedanken kommen, mit Kreuzer zu kommen. Wo ist denn hier bei den Kreuzer? Ich sehe hier keinen. Ich sehe nur bei Mark Kreuzer. Aber bei Kane, die sehe ich selten mit Kreuzern unterwegs. Selten. Sehr selten. Ja, und Marky Mark. Der geht jetzt wieder auch auf Air-Produktion, greift sie früh an. Vor allen Dingen, bei einer Großoffensive ist es immer gut, wenn man Geld im Petto hat. Der Mark jetzt hier gehen. 1000, 2000 bleibt, sollte man nicht unbedingt gleich losfahren und sagen, ja, ich hol mir die Bude. Das klappt nicht, weil im Falle eines Scheiterns nicht mehr genug nachproduziert werden kann für eine Verteidigung. Und das haben wir eben bei Mark erlebt. Er hatte zu starke Geldprobleme. Den ist mittlerweile auch da, weil er halt sehr viel Helis produziert nebenbei. Und dadurch konnte Kane reinfahren, weil Mark nicht mehr genug nachproduzieren konnte. Weil der Konter halt kam. Man muss immer auf den Konter gefasst sein. Und beim Konter sollte man Rücklagen im Petto haben. Also vom Platzgewinn bin ich ein bisschen irritiert, dass Kane überhaupt so Probleme hat mit der Kohle. Also, ja, viel zu wenig Sammler. Guck mal, hier ein Sammler dümpelt hier rum. Hier die beiden Raffinerien, die könnten eigentlich auch schon mal weg sein. Man müsste hier weiter geerntet werden. In der Mitte, also deutlich näher ran. Ja, hier könnten auch nochmal, ja, locker nochmal zwei Raffs rauf, um mal ein bisschen Boost zu geben. Die Mitte vor allen Dingen, guckt euch das mal an. Das sind ja gar keine Sammler mehr beschäftigt. Die hat er nie nachproduziert. Schade. Schade, schade, schade. Jetzt Offensive vom Kane gegenüber dem Mark. Ah, es wird nicht ganz ausreichen. Aber er kann die wichtigen Kreuzer schon mal rausnehmen. Mark zieht sich jetzt zurück. Hat keinen Hafen mehr. Doch, jetzt baut er einen neuen. Oh ja, Heinz, das kann schnell mal passieren mit der Tastatur. Jetzt fehlt der Nachschub. Helis hat er. Die sind aber noch nicht losgeflogen. Jetzt kommen die Helis. Ah, direkt über die Zerstörer zu lenken ist nicht gerade gut. Und die waren nicht mal beladen. Okay, das waren die Helis, die eben mal geflogen sind. Deswegen. Okay, er hatte sie schon einmal geschickt. Deswegen fehlte der Hafen. Einfach Kane jetzt rechts mobil. Und Mark hat sich da einfach viel zu krass schon ausgebreitet, als könnte da Kane noch was reißen. Da geht es eigentlich nur noch darum, das zu verteidigen. Wie wäre jetzt die beste Strategie?
Ja. Beste Strategie aus Sicht jetzt vom Kane. Mehr Ressourcen bekommen. Als allererstes. Mark muss, by the way, Ressourcen sammeln. Er produziert halt extrem viel. Er kann nur auf Verteidigung noch setzen. Angriffskrieg kann er nicht mehr führen. Das ist einfach nicht mehr machbar. Nur noch 25 Minuten, das schafft er nicht. Da muss er nämlich auch expandieren. Und ja, die Rotation von den Healys, das sage ich ja auch schon immer, das ist sehr, sehr wichtig, allgemein von den Flugeinheiten. Aber mit drei Heli-Pads, da wirst du nichts bei so vielen Healys. Da musst du manuell, bist du immer abgelenkt mit Nachladen. Das ist zu viel Zeit, die drauf geht im Micromanagement. Dann lieber ein paar mehr Heli-Pads und weniger Healys. Gut, hier haben wir keine Luftverteidigung. Da kommt er richtig gut durch. Und da der Rest. So, jetzt haben wir die ganzen Healys. Und jetzt kommt auch erst die Luftverteidigung vom Mark. Und es regnet wieder Katatanga hier im Chat. Ja, denk mal, er wird die Defensivstellung jetzt hier belegen, der Kane. Ich glaube nicht, dass er jetzt einen Angriffskrieg führen wird. Er kommt wieder an Kohle ran. Er hat's gehört, hat hier nochmal weiter expandiert. Aber auch hier, wie gesagt, haben wir noch ein Riesenfeld. Und jetzt geht er tatsächlich auf Angriffskrieg wieder. Oh, ich weiß nicht, ob das gut ist, jetzt mit dem Angriffskrieg zu kommen. Dies kommt nochmal als Verstärkung. Ah, vielleicht wird es ja doch was, aber ich glaube eher weniger. Wobei, Kohle ohne Ende wird vielleicht doch was werden. Denn der Verstärkung von Kang kommt nachher, kommt ja zügiger mit dem Nachschub. Auch die Hedis rotieren. Gehen schön aufs Money Management. Vom Markt. Aber der macht schon maximal Pressing. Produziert auch fleißig nach. Aber wieder keine Infanteristen mit. Und gerade Rockets könnte er perfekt gegen Gebäude einsetzen. Denn ihr wisst, wie schnell Rockets mal eben hier die Gebäude runter schießen können. Und auch die Panzer. Gerade im Verbund mit den Panzern. Jo, er geht jetzt wieder auf Attacke. Er betreibt Pressing. Und Mark kommt mit die Kohlen nicht so schnell hinterher, ne? Aber es reicht aus, um genug Panzer nachzuproduzieren. Grumble, ey. Grumble, mach Party hier. Da kommen sie. Die Helis. Guck mal, da haben wir so viele Einheiten hier. Keiner bewegt sich. Ja, zur Sicherung einfach drüben. Jetzt schön auf die Waffenfabrik. Nein, er geht auf den Schattengenerator. Ah, ich will auf die Waffenfabrik jetzt gehen. Ja, da kommen die nächsten Helis. Kann sein, dass sie jetzt auf die Waffenfabrik gehen. Die muss raus. Und dann kann der Kane auch direkt nochmal nachsetzen. Da haben wir noch 20 Minuten. Und das sieht nicht nach einem Sieg hier aus für den Kane aktuell noch nicht. Jo, Waffenfabrik down. Jetzt muss er noch mehr Druck halten. Noch mehr. Genau, gleichzeitig da nochmal raus. Jetzt kommt Mark erst wieder mit den Rockets, wieder ein bisschen zu spät. Schon einiges verloren jetzt hier. Oh, da fehlte nur einer. Hat auch Nachschub.
Jetzt rotiert der Kane aber ganz schön hier mit den Helis. Hat er gemerkt, dass er damit Erfolg hat. Diese Waffenfabrik wird nochmal nachgebaut. Leute, ich brauche mich gar nicht mehr wegbewegen. Ich bewege gar nichts mehr hier. Das ist ein One-Hit. Wobei Mark geht jetzt so ein bisschen weiter nach vorne. Und Kane, ja, baut hier jetzt ordentlich Kanonentürme. Versucht damit dich zu halten. Kane verstärkt nochmal zur Rechten. Ja, lässt sich einschüchtern. Und das ist jetzt ein Fehler, dass er sich so viel Zeit lässt. Wirklich, der Kane. Er lässt hier Mark wiederkommen. Wobei, er lässt Mark zwar kommen, aber Mark ist ein bisschen bemessen an seinem Geld und das ist nämlich gerade vorhanden. Kane mit knapp 30.000 auf dem Konto. Könnte instant alles voll machen und, oh ja, jetzt kommt er hier endlich im Verbund. Oh, mit dem Kronopanzer auch. Geht jetzt wieder aktiver voran. Auch die Helis im Mega-Verbund unterwegs. Komm, Blechbubi, tanz mal. Und Dalai Lama, danke für Follow. Oh, nochmal. Jetzt auf die Raffs. Und da kommen die Rockets. Ja, dann nicht mehr im Fokus. Langsam spielt sich der Kane oben so ein bisschen vor. Und Mark zu Wasser. Hier unten. Ist da Kreuzer dabei? Nope. Da haben wir noch einen Kreuzer, aber da nicht. Auf die Distanz. Reicht hier zumindest für die Sammler. Er baut sich langsam vor. Der Kane, seht ihr das? Schön mit den Kanonentürmen nach vorne. Vielleicht gar nicht mal eine verkehrte Taktik. Genau das zu tun als Backup. Und jetzt geht er nämlich über rechts hier. Allerdings, Mark hat das im Fokus. Und links schenkt jetzt Mark hier beim Kane gleich einen ein. Mal sehen, ob Kane das im Visier hat. Jetzt muss er sich nämlich auf zwei Fronten konzentrieren. Genauso wie der Mark. Und Mark über links. Ich denke und befürchte, dass Kane das nicht so mitbekommt hier. Links unten. Doch, jetzt hat Kane das mitbekommen. Hier geht es auch gleich in der Offensive. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich weiß ja gar nicht mehr, wo du hinschalten sollst hier. Jetzt will ich Schützen direkt durch. Ja, Mark muss auch rüberfahren. Ja, Kane hat ihn hier ganz schön dezimiert, den Mark. Könnte sein, dass sich Kane jetzt hier das wieder zurücksichert. Das wäre auch bitter nötig, wenn er nämlich noch vorhat, hier einen Sieg zu erhaschen. Wie sieht's da aus? Guck mal. Mark, gehen die Kohlen bald aus. Seht ihr das? Wenn Kane jetzt strategisch einfach mal die Schiffe hier hinstellen würde, könnte er auch nochmal die letzten Sammler hier rausnehmen, die unten hier unterwegs sind. Dann würde noch weniger Geld rankommen. Ja, Mark tut sich sehr, sehr schwer gegen Kane. Ob das für die Motivation gut ist, für den Mark, der nämlich noch gegen Chris als letztes Spiel heute ran muss, im übernächsten Spiel. Vielleicht haben wir noch ein anderes. In 15 Minuten habe ich schon einiges erlebt. Kohle ist vorhanden beim Kane. Mark kriegt auch Kohle. Wenn er jetzt arm wäre, der Mark, dann hätte Kane leichtes Spiel. Wir könnten noch was Unmögliches möglich machen, aber so nicht. Weil Mark hier schon wieder an genug Kohlen rangekommen ist. Und auch wieder steigt, aber das hält nicht mehr lange an.
Mark hat hier auch ordentlich verstärkt, auch keine Wassereinheiten vom Kane jetzt in der Nähe. Jetzt versucht Kane hier die Gebäude direkt rauszunehmen. Ja, geht überall auf die wichtigen Gebäude jetzt raus. Moin, Party! Ein High Wheeler, auch schön, dich mal wieder zu lesen. Ja, Kane hat's hier aufgegeben auf der rechten Seite. Guck mal, Sido, alles überfüllt. Ja, hier hat er aufgegeben. So, 14,5 Minuten noch. Dann ist das Unentschieden safe. Er versucht jetzt nochmal zu Wasser hier, der Kane. Man hat auch viele Heli. Guck mal. Jetzt haben wir deutlich weniger Helis, dafür mehr Helipads. Und jetzt heißt es Rotation Time. Ne? Steuerung 1. Raufsetzen, markieren, favorisieren und durchfliegen. Bis nach Mappen. Mark zieht jetzt auch zurück, die Zerstörer, zumindest ein Teil. Und Benz, wo ich dich gerade lese, das ist ein technisches Problem. Das kann man aber lösen. Kann dir nur empfehlen, wenn du magst, dich mal mit unserem technischen Support auseinanderzusetzen. Könnten dir eventuell helfen. Ganz gerne auf dem Discord-Server. Werde herzlich eingeladen. Wir suchen übrigens auch Spieler für die Season 6. Also wer Bock hat mitzumachen, man kann sich permanent bei uns anmelden. Traut euch. Das macht keinen gut mit dem Pressing hier. Hab auch einiges nach. Aber es reicht halt nicht mehr. Dafür ist Mark jetzt wieder pleite. Nee, Benz, bei uns. Also bei uns gibt es keine Probleme. Wir lösen alle Probleme. Also, alle Spieler, und wir haben ganz viele Spieler bei uns, die haben alle keine Probleme. Sie hatten mal Probleme, aber wir haben sie gelöst, deswegen kann ich nur empfehlen. Probier's einfach mal. Ja, macht er gut, der Kane. Er rotiert. Vielleicht ist es zu spät rotiert. Da kommt nochmal eine Masse jetzt über rechts vom Kane. Spätestens in anderthalb Monaten. Bis dahin muss man sich angemeldet haben. Naja, gut. Für alle, die Interesse haben, wenn ihr euch jetzt schon so sicher seid, meldet euch an. Das hilft uns, Planungssicherheit zu bekommen, weil wahrscheinlich noch eine fünfte Liga gegründet werden muss. Weil die Ligen werden immer größer bei uns. Der Zulauf immer mehr. Und da wir aber sicher zu sein, ist es natürlich gut, wenn wir schon zu Anfangs wissen, ob wir schon ausreichend Spieler haben für eine fünfte Liga. Daher einfach mal melden. Nee. Marc macht das gut. Marc macht das echt gut. Er holt hier einen Unentschieden raus. Ab 12 Minuten noch. Die Kohle reicht noch gerade mal für die 10 Minuten noch. Aber noch gerade. Oh, Christian, ich liebe Formel 1. Ich liebe es. Aber ich habe die Zeit da nicht für. Ich kann mich nur für eins entscheiden. Entweder Unterhaltungskontent für euch alle oder ich mache nur Single-Content für mich. Formel 1 braucht unwahrscheinlich viel Zeit. Sehr viel Zeit. Gerade wenn du gerne realistisch fährst wie ich. Und der Marc geht jetzt in die Offensive. Und dadurch, dass Marc jetzt wieder in die Offensive geht, Kane jetzt wieder ein bisschen bedrückelt, ist es unentschieden halt safe. Schade eigentlich, ne? Spielverlängerung um eine Stunde. Ja, ich glaube, das würde sich nicht viel ändern. Ja, doch. Doch. Weil Marc nicht expandiert. Da kommt nochmal Helis nach. Und da ein paar abgestürzt. Ja. Geht wieder ein bisschen auf Masse jetzt hier. Aber die 10,5 Minuten, no way. Das würde er nicht schaffen. Okay. Zu viele Einzeleinheiten, die unterwegs wären. Gebäudetechnisch könnte er schaffen, ja. Aber nochmal die ganzen einzelnen Einheiten noch wegzuhauen, nein. Ja, Grumble.
damit du auch mal zufrieden bist, gib ich dir deine Bestätigung. Benz bekommt man bestimmt behoben. Aber man muss erstmal gucken, ob welches Problem du tatsächlich hast. Naja, melde dich einfach bei uns auf dem Discord. So, meine Lieben, das dritte Spiel des heutigen Abends nähert sich dem Ende. Es wird sehr wahrscheinlich ein Unentschieden. Und danach, da war ja nochmal mit dem Heli schön unterwegs hier vorne auf die Gebäude. Danach haben wir noch ein spannendes Spiel. Ich guck mal eben zurück. Danach haben wir den Leonidas gegen den Marines Bo. Auch das sorgt für Spannung. Auf der Nervous System Map. Ja, Total Annihilation, klar. Ich habe gerade gehört, es gibt gleich noch mal ein Match. Als Spielfeld aus von Marin. Dafür ein Ersatzmatch. Oh. Okay. Ja, klar. Kinder gehen vor, meine Lieben. Privates geht eh immer vor. Das ist der. Gute Besserung an die Kinder von Leonidas. Oder von Marin. Wer von euch? Kane macht jetzt nochmal richtig Pressing, aber das reicht halt nicht mehr. Leider nicht, meine lieben Zuschauer, das reicht nicht mehr hier für den Kane, um meinen Sieg hier reinzuholen. Und Mark hatte schon zu Anfangs... Ja, wer die Mitte sehr früh verliert... Daher, ich glaube, ich sag's jedes Mal immer... Oder frag es immer, wann kommt das erste Mal eine andere Taktik? Voll auf die anderen Inseln zu gehen. War voll. Ne? Der Kane hat's gemacht. Zumindest mit der Main Base. Beim Mark. Der hat das da versucht. Ist aber zu spät in die Expansion da gegangen. Und da kommt der Kreuzer von Kane. Den ersten Kreuzer von Kane, den ich hier sehe. Zwei Kreuzer sogar. Auch zu spät. Finde ich. Vielleicht schafft er es noch in 6,5 Minuten, den Markt hier von der Insel zu fegen. Die drüben sind nämlich gar kaum noch Ressourcen. Wächst zum Verein so ein bisschen nach. Guck mal, da kann gar nicht mehr weiter produziert werden, hat sich viel verkeilt. Ja, das ist so ein bestes Beispiel. Gute Idee, schlechte Idee. Gute Idee, eine Waffenfabrik zu bauen. Schlechte Idee, sie direkt am Abhang zu bauen. Verstopft sehr schnell. Jetzt baut er sich hier einfach stumpf vor. Hat er vorhin ja aufgegeben mit, sie vorzubauen. Kommen nochmal die Helis zu. Last but not least für die 5 Minuten. Also damit die Helis noch ein bisschen was zu reißen. Gut, er dezimiert den Mark jetzt hier ganz schön runter. Mark wird sich dann nicht mehr halten können. Mangels Kohle auch.
Fürs Gesamtgeschehen schafft er es einfach nicht mehr. Wobei, schaut mal hin, Mark hat keine Wassereinheiten mehr. Ich weiß, es sind 5 Minuten. Was stellt euch das mal vor? Kang würde es schaffen, maximal Einheiten auf die letzte Insel nochmal zu packen. Haha. Wie ich das feiern würde. Wenn er so eine epische Situation nochmal holt. Ist nicht mehr viel. Aber es gibt, guck mal, zu lange Pausen. Ja, wenn wir jetzt nochmal, alleine wenn wir nur 10 Minuten Verlängerung machen würden, hätte Kane noch die besten Möglichkeiten, sogar dann auch hier gleich einen Sieg zu holen. Ah, er hat nur noch 5 Minuten Zeit. Er ist nur noch 4 Minuten sogar und jetzt schafft das auch nicht mehr. Weil er hier ein bisschen gedümpelt hat und parallel nicht dafür Sorge getragen hat, dass er hier rüberkommt. Ja, und da hat Mark halt noch sehr, sehr viele Panzer und easy peasy auch noch hier auch noch ordentlich Verstärkung. Das wird halt nicht ausreichen. Oder hätte nicht ausgereicht für Kane mit dem, was er hat. Und wie könnt ihr der Liga beitreten, meine Lieben? Wenn ihr Bock habt, uns mit dran teilzunehmen, dann müsst ihr lediglich einfach mal über die Website oder gucken die Profile bei Twitch oder YouTube. Da findet ihr den Discord-Link. Und auf dem Discord-Server habt ihr die Möglichkeit, unter Ticketing euch für die nächste Season anzumelden und für die aktuelle Q-Liga. Und es werden, natürlich suchen wir immer Spieler. Die Liga lebt von Spielern, egal welcher Herkunft, welche Stärke ihr habt, ob ihr Anfänger seid oder Profis. Es ist völlig Wumpe, wir haben für jeden eine Liga. Und wir bieten ja auch diesen Freitag, der jetzt kommende Freitag, ja auch wieder Bootcamp an. Fürs Trainieren, hier kommt nochmal Chrono MBF. Naja, versucht maximal. Er versucht halt noch, ne? Die 3 Minuten noch irgendwie das über die Bühne zu kriegen. Und Mark hat es aber schon gesehen, dass da was kommt. Okay. Kohle hat Kane noch in der Maximal Range. Aber das langt nicht. Das langt nicht. In 2,5 Minuten haben wir das Unentschieden hier zwischen dem Mark und dem Master Kane. Mark kann sich jetzt nur noch zurückziehen. Er weiß, er hat einen Unentschieden erreicht. Er kann das ganz gechillt angehen, kann sich hinsetzen mit einem Bierchen und sagen, so, jetzt kann ich aber langsam wieder trocken werden, weil Mark ist ja einer, der auch gerne sehr warm wird beim Spielen. Unser lieber Mark. Dachte immer, oh Gott, da habe ich geschwitzt, ich muss duschen. Immer wieder der Mark. Unser Schwabe hier. Unser charmanter Schwabe. Und Kane. Unser Schotte. Unser gebürtiger Schotte, der Kane. Deswegen hat er auch immer eine schottische Flagge. Nee, das war's, meine Lieben. 1 Minute noch. Großen Respekt an Mark. Er hat dieses Unentschieden hundertprozentig verdient. Hat er gut gemacht. 1 Minute können sie sich noch die Hände schütteln. Dann hole ich sie ab. Und dann berichten wir mal von der Front hier. Ja, hätte, Fahrerkette, man hätte so viel machen können. Klar, ist von oben immer leicht zu sehen. Nur, ich muss sagen, Mark spielt auch auf hohem Niveau. Und das ist echt hart, gegen Mark zu spielen auf die Kane. Mark hat immer so die richtigen Griecher gehabt, um nochmal was gegenzusetzen. Mark zwar verspätet ausgesehen haben, wie hier unten zum Beispiel. Hat aber gereicht.
Kane hat vielleicht so ein, zwei Minuten hier zu wenig gegeben innerhalb der Cooldown-Zeit, wo er hier drüben war. Da hätte er ein bisschen mehr Power geben müssen. Dann hätte er hier Mark mächtig gefährlich werden können. Jetzt versucht er es aber mit dem Chronopanzer und die Time ist ab, meine Lieben. Das Unentschieden ist erreicht. Wir holen uns zwar die Spieler rein. Moin, ihr beiden. Hallo. Moin. Ein gesichertes Unentschieden. Rechtsführung beendet. Ja. Oh ja, danke schön. Ja, ich muss auch sagen, das war auch ein harter Tobak, oder? Ja. Jo, und das haben wir mit Müdigkeit. Ja, mein lieber Marc. Warst du auch überrascht, so wie ich, dass er auf einmal eine Base bei dir links in der Base hatte? Ja, war ich auch überrascht. Ich hab's aber gesehen, weil ich mit meinem Männle halt durchgefahren bin. Und hab ich gedacht, oh, da bauen wir mal lieber nicht nur in der Mitte Panzer, sondern auch mal links. Und ja, ich glaube, das hat am Anfang gut was gebracht. Ja, ja, das bringt auf jeden Fall. Bei Inseln sollte man immer seine eigene Insel komplett erstmal schon mal innerhalb der Cooldown-Zeit erkunden. Nicht, dass man eine böse Überraschung wie vorhin fast erlebt, ne? Ja. Oh. Okay, jetzt. Aber ich bin jetzt zufrieden mit meinem Unentschieden. Das ist so ein harter Kampf. Ja, verdientes Unentschieden, wirklich. Auf jeden Fall. Hey, ich hab gewonnen, der ist rausgegangen. Zählt noch. Das war echt verdientes Unentschieden. Aber gut, für moralisch gesehen ist das Unentschieden für dich, Marc, jetzt ein guter Einstieg für Chris. Ja, also das klar, auf jeden Fall. Da bin ich echt, also Master Kane ist nicht ohne, also schon heftig. So viele Unentschieden in letzter Zeit, ne? Wahnsinn, ja. Das erzeugt wirklich. Ist auch immer was anderes, ne? Mit so hin und her. Richtig. Unentschieden. Ja, das zeigt aber, dass so langsam die Spieler gleich stark sind, ne? Also wir haben viele genau. Unentschieden in letzter Zeit. Und ja. Ich finde, wenn wir solche Dinge haben, dann wissen wir, dass wir zumindest von der Elo auf dem richtigen Weg sind. Also von der Skill-Einstufung der Spieler. Ja. Zumal ihr beide ja schon lange dabei spielt. Ihr habt euch ja schon selbst qualifiziert für die ersten Ligen. Also nicht nur durch Ersteinstufung oder so, sondern ihr habt euch da hochgespielt, ne? Ja. Kennt's gar nicht anders. Ich war immer nur in der ersten Liga. Ach, man, keine Ressourcen. Boah, über 2000 Kills gesamt. Wahnsinn. Ja, ist schon Wahnsinn. So, ich würde mal sagen, nochmal Chi-Chi an das Unentschieden.